ein Sektenführer, der in den USA lebt und eine weltweite Anhängerschaft hat. Fethullah Gülen. In Deutschland kennt man ihn als Anführer der sogenannten Gülen-Bewegung. Die Organisation agiert unter dem Namen Hizmet-Bewegung und präsentiert sich als eine moderate, weltoffene und tolerante Vereinigung. Gülenisten behaupten, sie setzten sich für Bildung und interreligiösen Dialog ein. Deutschlandweit werden zahlreiche Institutionen und Bildungszentren von den Gülenisten betrieben. Der umstrittene Sektenführer Fethullah Gülen gilt aber auch als Drahtzieher des vereitelten Putschversuches vom 15. Juli 2016 in der Türkei. Seine Anhänger unterwanderten über Jahrzehnte hinweg Schlüsselpositionen in türkischen Behörden, Universitäten, Justiz und Militär. Sie alle waren betroffen. Der Putschversuch kostete mindestens 250 Menschen das Leben. Mehr als 2200 Zivilisten wurden verletzt. In der Türkei wird die Sekte daher als fethullahistische Terrororganisation FETÖ bezeichnet. Eines der aktuellen Projekte in Deutschland, zu dessen Initiatoren auch die Gülen-Sekte zählt, ist das House of One. Das Projekt in Berlin-Mitte soll die drei monotheistischen Weltreligionen vereinen mit Synagoge, Kirche und Moschee unter einem Dach. Die Grundsteinlegung des House of One ist für Mai 2021 geplant. Doch die meisten in Deutschland lebenden Muslime sind von dieser Idee nicht begeistert. Was nicht alle wissen, während sich die konspirative Sekte nach außen als interreligiöse Organisation ausgibt, äußert man sich hinter verschlossenen Türen ganz anders. Serdar Kılıç, der türkische Botschafter in Washington, teilte auf Twitter ein Video von Fethullah Gülen. Die Aufnahme enthält offensichtlich antisemitische Aussagen des Sektenführers. Müşrikler de Yahudilerden daha yakındır. Onlar seçkin bir kavim olmaları itibariyle başkalarının hakkı hayatı olmadığını inanırlar. Bu sizin iktisadi, siyasi, kültürel hayatınıza ama açık ama kapalı nüfuz etmesine bence ölçüde fırsat verilmemeliydi. Fakat bir toplumun iktisadi, siyasi, kültürel hayatı onun içine girmelerine, ordusunun içine girmesine, adliyenin içine girmesine, mülkiyenin içine girmesine meydan verilmemeliydi. Şimdi o mevzuda da kontrol altında tutulmalıydılar. Yoksa hani ön alınca Hitler öyle bir ön almaya karşı. Kavgam kitabında diyor ki Hitler ben neşet ettiğim zaman şeyde Viyana'da neşet ettiği yer orası 80 bin kadar Yahudi vardı. Fakat o günün nüfuzuna göre düşünecek olursanız evet o toplumun kaderine hakimdi bunlar. Böyle hakim olunca yediyorlar, güdüyorlar, istediklerini yapıyorlar. Şimdi onu tahrik etmiş o mesele. Daha başkalarını da tahrik etmiş, başka yerlerde de aynı şeyleri yapmışlar.